Ja, mein Name ist Carsten Becker, ich bin der Verdi-Betriebsgruppenvorsitzende der Charité, also rein rechtlich von der Mama. Aber ich denke, dass die Kollegin der Charité, die Kollegin der CFM nicht als Mutter und Tochter verstehen, sondern wir sind Brüder und Schwestern. Schwester Sonnenschein grüßt Kollege Immerfroh. Auch heute sind hier auch Pflegekräfte mit einer Demonstration beteiligt, um euch zu unterstützen, aus dem Frei, aus dem Urlaub, vor dem Spätdienst, um hier zu sein, an eurer Seite zu sein. Und die Kolleginnen versichern auch auf den Stationen, dass sie euch unterstützen wollen. Gerade jetzt in diesem Moment planen wir eine Faxaktion, dass von den Stationen Protestfaxe an den Vorstand der Charité geschrieben werden, aufgrund der verzögerten Krankentransporte der Patienten, dass die Speiseversorgung nicht richtig funktioniert und dass die Kollegen jetzt endlich einen Tarifvertrag bekommen müssen. Ich hatte zuerst überlegt, ob ich eine Rede halte über die beschissene Geschäftsführung der CFM. Wir haben ja schon im März gelernt, was CFM wirklich heißt. Nämlich das C steht für die Chimäre, den Dämon aus der griechischen Sage. Das F steht für den Finger, den wir ihm entgegenstrecken. Und das M steht für das Missmanagement, das sie betreiben. Aber da brauche ich ja keine Rede zu halten, das kennt ihr ja alles, die Scheiße. Dann habe ich überlegt, ob ich eine Rede halte über die Politik, in der ihr eigentlich die Verantwortung für uns habt, weil wir eine öffentliche Einrichtung sind. Und Bobereit hat es ja gestern gesagt, geht ihm am Arsch vorbei, Wünsche können nicht erfüllt werden. Plomsche hat gesagt, ist ja alles ganz lieb und nett, aber ich bin ja nur die kleine Gesundheitssenatorin. Das ist unser Laden und wir werden unsere Interessen durchsetzen. Dieses Gerede von der schwarzen Null und Wirtschaftlichkeit ist doch alles Quatsch. Die Charité ist ein Krankenhaus und Patientenversorgung wird nicht nach Profiten gemacht, sondern Patientenversorgung geht darum, dass die Menschen wieder gesund aus dem Krankenhaus rauskommen. Dass diejenigen, die daran arbeiten, dass sie wieder gesund rauskommen, auch gesund bleiben bei ihrer Arbeit. Und dass sie mit dieser Arbeit auch sich und ihre Familien ernähren können. Darum geht es. Scheiß schwarze Null. Das, was uns die Politiker gestern, glaube ich, beigebracht haben, was ganz deutlich ist, dass es niemanden gibt, der sich für uns einsetzen wird. Auch nächste Woche, wenn der Papst kommt, wird uns das auch nicht weiterhelfen. Sondern wenn sie Geld ausgeben wollen, dann wollen sie ein Stadtschloss bauen für zig Millionen. Und wenn sie Geld sparen wollen, dann schalten sie auf stur und geben uns keinen Tarifvertrag. Ich glaube, das haben wir gemeinsam gelernt im Mai. Vor einem Jahr noch hätte niemand gedacht, dass die barmherzigen Schwestern der Charité auf die Barrikaden gehen und die Hälfte der Betten bestreiten werden. Vor einem Jahr noch hätte niemand gedacht, dass ihr auf die Straße geht und die CFM bestreiten wird. Und das ist das, was zählt. Und das ist das, was ich euch vermitteln möchte von den Pflegekräften der Charité an euch. Ihr müsst stolz auf euch sein für euren Mut und für eure Entschlossenheit. Und wir stehen an eurer Seite und wir werden es am Freitag bei unserem Sommerfest, werden wir es beweisen. Wir sind eine Charité, wir stehen zusammen.